Jai Sachidanand. I bow to pure soul within. Ich verneige mich vor der reinen Seele in jedem von euch. Jai Sachidanand. Heute ist Gnanvidhi, die Gnanzeremonie. So today, what kind of Gnan you are getting? Also, was, welche Art von Gnan werdet ihr heute bekommen? Das solltet ihr wissen. Knowledge of soul we are. Wir denken, dass es das Wissen von der Seele ist, das wir bekommen werden. Aber was bekommen wir heute wirklich? What Gnan you are. Was für ein Gnan werdet ihr heute bekommen? Was würdet ihr sagen? Atmagnan. Atmagnan. But really, aber in Wirklichkeit, it is correct. Es ist richtig, wir bekommen Atmagnan, Selbstrealisation. But we are really, aber in Wirklichkeit erkennen wir unser Selbst. Wer bin ich? You say, du sagst, I am Chanda. Ich bin Chandi. Then you say, dann sagst du, Chandi. 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 Your first name is Chandi. Dein Vorname ist? Chandi. Und dann sagst du, mein Name ist Chandi. Dann sagst du, ich bin Chandi. Gibt es da einen Unterschied oder einen Widerspruch zwischen den beiden Sätzen? Ja. Was ist wahr? Which sentence is true? Welcher Satz ist wahr? My name is. Mein Name ist Chandi. So you are the owner of. Du bist der Besitzer des Namens. So you. Also müssen du und dein Name getrennt sein. So. We don't know ourselves. Wir kennen nicht unser Selbst. Von Geburt an wurde uns ein Name gegeben und wir glauben, ich bin Chandi. Jetzt, nachdem wir darüber nachdenken, und manchmal leiden wir. Warum leiden wir? Warum haben wir Schmerzen? Warum haben wir all diese Probleme? Wer sind? Wer bin ich? Und wir, wenn wir einige Schriften lesen, zum Beispiel von Ramana Maharshi, welcher sagt, erkenne dich selbst, welcher die Frage stellt, wer bin ich, wer bin ich? Im Christentum wird auch erwähnt, erkenne dich selbst, aber es bleibt nur bei den Worten. Wir denken nicht darüber nach und selbst wenn wir tief nachdenken, können wir nicht die Ebene des Wissenden erreichen. Was ist ich, wer bin ich? Dada Bhagwan hat ebenfalls so viele Leben lang gesucht. Er fragte sich, was ist Seele, was sind die ewigen Elemente? Wer regiert diese Welt? Wer bin ich? Warum kommen diese Menschen zusammen? Warum dieses Ehemann, diese Frau? Warum diese Kinder? Warum dieses Geschäft? Warum passiert mir das alles im Leben? Er hat so viele Leben danach gesucht. In diesem Leben hat er dieses Wissen bekommen, in 1958. Aber uns wird innerhalb von so kurzer Zeit dasselbe Wissen gegeben. Es braucht nicht endlose Leben. Also, wie finden wir heraus, wer bin ich? Angenommen, du sagst, mein Name ist Chandi und ich bin nicht Chandi, dann wer bist du? Was wirst du sagen? Ich kann nur auf eine sehr theoretische Weise antworten. Das ist alles. Ich bin reine Seele. Aber was sind die Eigenschaften der reinen Seele? Und was machst du in diesem Körper? Du denkst, du sprichst, du machst. Was ist deine Aufgabe in diesem Körper? Du magst sagen, ich bin der Manager in diesem Büro, ich bin der Chef dieser ganzen Organisation. Also, was tust du? Das musst du wissen. Was ist unsere Funktion in diesem Körper? Das müssen wir wissen. Was sind diese Eigenschaften? Wir wissen es einfach nur durch Worte. Ich bin die reine Seele, dieser Körper ist getrennt und ich bin getrennt. Aber da gibt es nicht nur den Körper. Da gibt es so viele einzelne Teile im Innern und wir sind völlig getrennt von all diesen Teilen. Verstand, Sprache, Körper sind die sehr groben Ebenen. Innerhalb ist der Intellekt, das Ego. Das Ego sagt, ich bin getrennt vom Körper. Das ist noch wie Chakshibau. Du hast die reine Seele trotzdem noch nicht erreicht.
Also erreichen bedeutet, die reine Seele zu erfahren, die Realisation der reinen Seele. Und dies benötigt Wissen, was sind die Eigenschaften der reinen Seele, was sind die Eigenschaften der anderen Elemente, was ist unsere Funktion in diesem Körper und während die Körperfunktionen weitergehen, wer ist der Handelnde dieser Körperfunktion? Warum kommen diese guten oder schlechten Gedanken? Wer macht dieses alles? Wir müssen all das wissen. Denn nur dann, wenn du es genau weißt, nur dann können beide Elemente getrennt sein. Dada Bhagwan hat uns eine sehr einfache Gleichung gegeben. Angenommen, du sagst, das ist meine Uhr, dann müssen die Uhr und du getrennt sein. Wann immer du das Wort mein verwendest, meine Kleidung, mein Körper, also muss das Ich davon getrennt sein, von dem Besitztum. Alle Besitztümer gehören in die Mein-Abteilung und du bist der Besitzer. Also musst du getrennt sein von all den Besitztümern. Was ist mit deinem Verstand? Du sagst, ich denke, aber dann sagst du manchmal, ich mag diesen schlechten Gedanken nicht. Also du magst es nicht, ist ein Teil und die schlechten Gedanken sind ein anderer Teil. Somit müssen beide getrennt sein. Gedanken sind, du sagst meine Gedanken, also bist du der Besitzer. Also müssen die Gedanken getrennt sein, meine Sprache. Trenne ich und mein. Was gehört zu ich und was gehört zu mein? Meine Gedanken, mein Intellekt. Gehört das Ego zu ich oder mein? Mein Ego, wie du zu mir sprichst, mein Ego wurde verletzt. Also ist es in der Abteilung mein, nicht in ich. Damit bist auch du völlig vom Ego getrennt. Dann äußere Dinge, meine Frau, meine Kinder, mein Ehemann, mein Geschäft, mein Job, mein Besitz. Offensichtlich sind diese völlig getrennt von dir. Also, was ist hier passiert? Ich und mein sind vermischt. Aber manchmal sagen wir, ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Ja, ich bin ein Ingenieur, ich bin ein Arzt, ich bin ein Ehemann. Aber bist du für immer ein Ehemann? Wenn dein Kind kommt, bist du dann ein Ehemann oder ein Vater? In Bezug zu deiner Ehefrau bist du der Ehemann. In Bezug zu deinem Kind bist du der Vater. In Bezug zu deinem Vater der Sohn. Also ist es ebenfalls und relativ, es ist zeitlich begrenzt. In Bezug zum Zug bist du der Fahrgast. Also was bist du wirklich? Ich mag sagen, ich bin für immer ein Ingenieur, angenommen. Aber nur wenn Geräte da sind, wenn Maschinen vorhanden sind, kann ich ein Ingenieur sein. Und wenn du ins Krankenhaus musst, dann wirst du der Patient sein. Also bist du ein Ingenieur oder ein Patient? Deshalb sind es relative Begriffe. Was bist du wirklich? Ja, die Seele. Aber was sind die Eigenschaften? Wer sagt, ich bin die Seele? Also, die Sprache wird gesprochen, der Körper spricht, das Ego spricht. Und spricht die Seele? Also wir wissen nicht genau, welche Mechanismen da sind, was da innen vor sich geht. Wer ist der Handelnde hinter all den Geschehnissen? Also wie trennt man ich und mein? Angenommen, Gold, Silber, Kupfer, all das ist in einem Ornament vermischt. Ein Laie wird sagen, das ist ein Goldornament. Aber wenn wir zu einem Goldschmied gehen, wird er sagen, nein, das ist nicht 100% Gold. Das ist eine Mischung. Angenommen, es wird schwarz, ist dann unser Gold verdorben? In Wirklichkeit das Gold nicht verdorben. Es ist innerlich immer rein. Welcher Teil ist verdorben? Du musst da hinkommen, das zu wissen. Ein Laie weiß das nicht. Es ist aufgrund, wenn die Mischung Silber enthält, wird es schwarz. Manchmal, wenn mehr Kupfer drin ist, wird es grün. Hier wissen wir im Allgemeinen, was mit dem Ornament geschehen ist. Aber in unserem Körpermechanismus oder unserer Spiritualität wissen wir nicht, warum Ärger kommt, warum Stolz, warum Täuschung und all das auftaucht. Wir glauben, dass die Seele den Ärger macht. Aber macht die Seele wirklich den Ärger? Das sind andere Elemente vermischt mit der Seele. Also warum geschieht das? Das müssen wir erkennen.
Also die Trennung von Gold und anderen Elementen. Wenn du sagst, ich werde jeden Tag für 12 Stunden am Gottesdienst teilnehmen, kannst du danach das Gold von anderen Elementen trennen? Nein. Nein. Wenn du Meditation machst, kannst du es immer noch nicht trennen? Wenn du Mantren chantest, und kannst du es immer noch nicht trennen? Wenn du Puja machst, kannst du es immer noch nicht trennen? Wie trennt man es? Wenn du Gold von anderen Elementen trennen willst, was musst du tun? Du musst nur zu einem Goldschmied gehen. Angenommen, du erwirbst einige Chemikalien in einem Geschäft, kannst du es immer noch nicht machen, weil du innerlich fühlst, ich werde es verderben, ich werde mein Gold verlieren. Also der Goldschmied kennt die Eigenschaften von Gold, die Eigenschaften von den anderen Elementen. Er weiß, wie man die zwei Elemente trennt. Er kann Gold von dem anderen Element trennen, ohne etwas zu zerstören. Also hier ist, Dada Bhagwan ist der Goldschmied. Und er hat den ganzen Prozess, das Experiment entdeckt, wie man Gold von Materie im anderen Element trennen, weil was auch immer du mit den 5 Sinnen betrachtest, ist das andere Element, der Körper, die Sprache, der Verstand, die Sinne. Dies sind Ausdrucksformen des anderen Elements und die Seele ist wiederum ein anderes Element. Also 2 Elemente bestehen jetzt in einer gemischten Form. Sie sind nicht in einer Verbindung, sondern in einer Mischung. Mit einer Mischung können wir die beiden Elemente trennen. Wenn wir die Eigenschaften kennen, hier in dieser Mischungsform, können wir diese Elemente trennen. Heute kommen wir zu diesem Experiment. Aus dieser Mischung heraus können wir reine Seele und die Materie trennen. Deepak Bhai, heute hast du gesagt, dass ich mein Selbst realisieren werde, richtig? Ja. Okay, wer ist dieses Ich, das die Seele realisiert? Dasselbe Ich, das glaubt, ich bin Chandi. Er möchte wissen, ich möchte wissen, wo die Seele und wo die Eigenschaften der Seele sind. Also das Ego möchte wissen, aber das Ego bedeutet ich mit falscher Überzeugung. Also durch die falsche Überzeugung sagst du manchmal, ich weiß nichts über dies, was ist das? Also da ist das Ich, aber du kennst es nicht. Ich mit Unwissenheit bedeutet Ego. Und ich mit richtiger Überzeugung ist die Seele? Es ist die erwachte Seele, weil... Aber du sagst, die Seele ist immer erwacht. Die Seele ist immer rein. Es gibt 2 Ebenen. Aufgrund der falschen Überzeugung wirst du getrennt von der Seele. Und das Ego wurde erschaffen. Jetzt... Angenommen, du willst nach Simanda City kommen und durch einen Fehler erreichst du stattdessen Messana, 70 Kilometer entfernt. Von diesem Punkt aus wirst du zurückkommen müssen. Ego bedeutet, es ist verschmolzen mit dem Körper, den Gedanken, der Sprache. Jetzt muss dieser Teil zurück zur Ebene der reinen Seele kommen. Also, durch die falsche Überzeugung haben wir uns getrennt. Aber wir haben nicht nur eine falsche Überzeugung, wir haben unendlich viele falsche Überzeugungen. Da gibt es 2 Ebenen von falschen Überzeugungen. Eine besteht aus groben Fehltritten und eine besteht aus Fehlern. Hier im Gnanvidi werden deine gröbsten Fehltritte völlig zerbrochen. Sie gehen vollständig weg. Und jetzt musst du jeden und alle Fehler beseitigen, unendliche Fehler. So wird derjenige beim Auflösen all dieser Fehler mit der reinen Seele verschmelzen. Wenn alle Fehler aufgelöst sind, wird dies die absolute Ebene des Wissens genannt oder Kevagnan. Also bis zu diesem Fehler ist dieses Ich das Ego geworden. Schau, das Ego hat eine grobe Ebene, eine subtile Ebene, feinere und feinste Formen. Und wenn das Ego aufgelöst ist, dann entsteht Kevagnan, die absolute Ebene des Wissens. Also muss er muss zurückkommen zur reinen Seele. Also die Seele, gestern habe ich erklärt, angenommen, dort ist Gold. Wenn es lebendig wäre, dieses Gold, und es Wissen hätte, dann würde das Gold sagen, ich bin ein Armreif, ich bin ein Armreif, ich bin ein Armreif. Und dann würde der Goldschmied sagen, nein, du bist kein Armreif. Das ist ein Ausdruck des Goldes. Du bist reines Gold. Du bist reines Gold. Nur die Überzeugung hat sich geändert. Die Substanz ist rein, die Eigenschaften sind rein. Aber lediglich eine Eigenschaft,
nämlich die Überzeugung, die ist völlig gestört aufgrund sich bedingender Umstände. Somit wurde eine falsche Überzeugung angenommen. Nun, was ist die falsche Überzeugung? Phasenweise glaubst du, ich bin ein Armreif, ich bin ein Ehemann, ich bin ein Vater, ich bin Chandy. Was auch immer für einen Namen oder für Zustände auftreten, glaubst du, ich bin das. Jetzt hat sich deine Überzeugung geändert. Angenommen, es gibt 1000 falsche Überzeugungen und nur eine Überzeugung hat sich geändert. Dann musst du noch 999 weitere Überzeugungen ändern. Nachdem jede Überzeugung sich geändert hat, wird deine Erfahrung der reinen Seele vollständig sein. Und bis zu dieser Ebene müssen wir diese 5 Prinzipien, die 5 Agnas, praktizieren. Denn wir glauben, ich bin der Handelnde. Und deshalb musst du jedes Mal das Gewahrsein halten und sagen, oh, ich bin nicht der Handelnde, ich bin einer der Umstände. Alles passiert nur durch die sich bedingenden Umstände. Also wenn deine Überzeugung, der Handelnde zu sein, also deine Überzeugung sich geändert hat, wirst du langsam, wenn du das übst, die Erfahrung bekommen, oh, ich bin nicht der Handelnde, ich bin Wissender und Wahrnehmender. Dann wirst du mit der reinen Seele verschmelzen. Die Seele hat Substanz, sie ist schon rein, ihre Eigenschaften sind rein. Nur falsche Überzeugungen bestehen. In der Gnanzeremonie gehen deine falschen Überzeugungen vollständig weg. Und du bekommst die richtige Überzeugung. Diese richtige Überzeugung löst sich ebenfalls auf, wenn du die vollkommene Ebene erreicht hast. Dies hilft dir nur, die reine Seele zu erreichen. Nach der Gnanvidi-Zeremonie, wenn wir die Gnanvidi-Zeremonie machen, ist die reine Seele vom Körper getrennt. Okay, wie wird die Seele vom Körper getrennt? Schau, wie wurde sie an den Körper gebunden? In den Körper involviert? Durch die falschen Überzeugungen. Also, mit den falschen Überzeugungen fühlst du die Einheit mit Claudette, oder besser gesagt, mit dem Verstand, den Gedanken, dem Intellekt, der Sprache und dem Verhalten. Wann immer Claudette eine Entscheidung fällt, fühlst du, ich habe diese Entscheidung getroffen. Wenn jemand Claudette beleidigt, fühlst du, ich muss diese Beleidigung erleiden. Also deine Überzeugungen sind falsch und durch diese falschen Überzeugungen bist du völlig involviert in Claudette. Jetzt im Gnanvidi, durch die Gnade von Dada Bhagwan, ändern wir deine falsche Überzeugung in die richtige Überzeugung. Was ist die richtige Überzeugung? Wer bin ich? Wer ist der Handelnde? Was ist relativ? Was ist wirklich? Was sind die sich bedingenden Umstände? Was ist eine Akte? Wie bewahre ich Trennung? Durch die richtige Überzeugung wirst du von Claudette getrennt werden. Und dies ist der Beginn der Erfahrung der reinen Seele. Von, sagen wir, einem Grad der Erfahrung müssen wir 100 Grad erreichen. Also langsam, wenn du die 5 Prinzipien, 5 Agnas praktizierst, wird dein Gewahrsein kontinuierlich anwachsen und du wirst mehr die Erfahrung der reinen Seele bekommen. Da gibt es nur eins, was du verstehen musst. Die Erfahrung der reinen Seele ist nicht Licht zu sehen und Schwingungen zu fühlen und glücklich sein und all das. Das ist nicht die wahre Erfahrung. Die Erfahrung der reinen Seele bedeutet, dass du die Trennung von Claudette fühlen kannst. Oder, um es klarer zu sagen, dass du die Fehler von Claudette sehen kannst. Manchmal mag Claudette ärgerlich werden mit jemandem. Und du kannst dies sehen. Oh, das ist von Claudette. Sie wurde mit jemandem ärgerlich. Das ist falsch. Wenn du die Fehler von Claudette herausfindest, genau dann bist du die reine Seele. Und du kannst jeden als unschuldig sehen, mit der makellosen Sicht. Niemand hat irgendeinen Fehler gemacht. Die Hauptursache ist nur in Claudette. Claudette hat einen Fehler gemacht und das ist der Grund, weshalb sie für diesen Fehler leidet. Und jeder ist einfach nur ein Teil der Umstände, um die eigenen Fehler zur Wirkung zu bringen. Also sobald du deinen Fehler siehst, oder besser gesagt Claudettes Fehler, nur dann wirst du in der reinen Seele sein. Um in der reinen Seele zu verbleiben, musst du nur die Fehler von Claudette beobachten, die Akte Nummer 1. Ist es eine physische Trennung? Es ist keine physische Trennung. Um es genau zu sagen, mit der Sicht des Gnani ist die reine Seele immer vom Verstand, der Sprache und dem Körper getrennt. Dem Intellekt, dem Ego, all dem, die reine Seele ist immer getrennt. In Wirklichkeit sind beide Elemente immer getrennt, genau wie Öl und Wasser.
Sie sind niemals miteinander vermischt. Die Eigenschaften von beiden Elementen sind so, dass sie immer die ganze Zeit in einer unvermischbaren Form bleiben. Hier sind also die reine Seele und die Materie, beide Elemente, völlig getrennt. Und sie sind nicht wirklich miteinander vermischt. Aber durch die falsche Überzeugung fühlst du, ich leide, ich tue, ich fühle, ich bin involviert. Das bedeutet, du verbleibst eins mit Claudette, aber nur durch die falsche Überzeugung. Und Überzeugung bedeutet, da gibt es vier Typen von falscher Überzeugung. Ich bin Claudette, mein Körper, das ist mein Körper, das ist mein Ehemann. Dieses Meins bist du an Claudette gebunden. Und du wirst sagen, ich bin die Handelnde, ich mache Essen, ich mache den Job. Du bist ein Handelnder. Also bist du wieder mit Claudette verbunden. Dann wirst du auch der Leidende davon und wieder wirst du eins mit Claudette werden. So, mit der richtigen Überzeugung kannst du getrennt bleiben von Claudette. Welches Leiden auch immer kommt, du musst es nur durch das Verständnis verstehen. Oh, dieses Leiden ist nur von Claudette. Was auch immer für ein Leiden kommt, es ist von Claudette, nicht von mir. Weil du wirklich getrennt von Claudette bist. In Gnanvidhi bekommst du dieses Wissen von, wer bin ich wirklich? Und langsam, wenn du es praktizierst, bekommst du mehr und mehr Trennung von Claudette. Geht die reine Seele nicht ein bisschen aus dem Körper heraus? Nein, überhaupt nicht. Es ist das Chit, das aus dem Körper herausgeht. Nur das Chit? Ja, Chit kann sich innerhalb des Körpers bewegen. Es kann auch überall in die Welt gehen. Wo auch immer wir etwas gesehen haben, geht es hin. Das Chit ist nicht in Beziehung zur reinen Seele? Nein, es gibt zwei Arten von Chit. Es gibt unreines Chit und reines Chit. Das reine Chit bleibt in der reinen Seele. Unreines Chit wird niemals in der reinen Seele bleiben. Es wird in die Materie gehen, in Ausdrucksformen von Materie und in relativen Dingen. So, nun, nach dem Gnanvidhi hat sich ein Teil deines unreinen Chits verändert. Und es ist jetzt 100% rein. Es wird nicht aus der reinen Seele herauskommen. Es wird in der reinen Seele bleiben. Aber das ist eine Ebene, sagen wir, allein der Überzeugung. Es gibt drei Arten von Ebenen. Eine ist die richtige Überzeugung, eine ist das Gewahrsein der reinen Seele, das andere die Erfahrung der reinen Seele. Wir haben den ersten Zustand erreicht. Wir bleiben in der reinen Seele nur durch die richtige Überzeugung. Aber mit Gewahrsein, durch das sich entladende Karma, kann es sein, dass dein Gewahrsein zunimmt oder abnimmt. Aber wenn du die fünf Prinzipien, die fünf Agnas anwendest, wird dein Gewahrsein langsam immer mehr zunehmen und dein sich entladendes Karma wird aufgelöst werden. Und das wird dir die Erfahrung der reinen Seele geben. Machst du einmal die Erfahrung der reinen Seele, so wird sie dauerhaft bleiben. Indem du die fünf Prinzipien langsam anwendest, wird dein sich entladendes Karma aufgelöst und deine gerade Erfahrung zunehmen. Danke. Ich möchte dir dafür danken, dass du uns westlichen Menschen dies darstellst. Wir wissen gar nicht, was wir erwarten sollen und wir sind ein wenig nervös und wir wissen, dass eine Veränderung kommen wird und das Licht durch die Schichten dringen wird, die um unsere Seele sind und dass wir letztendlich uns selbst erkennen. Aber ich möchte wissen, wenn einmal diese Trennung des Verstandes stattgefunden hat, der niedrigere Teil unseres Wesens, werden wir die gleichen bleiben? Werden wir immer noch das lieben, was wir früher geliebt haben und nicht mögen, was wir früher nicht mochten? Werden wir immer noch unsere physischen Fähigkeiten behalten? Werden wir immer noch mit Menschen sein, Menschen helfen, versuchen, Menschen zu helfen auf dem New Age Way? Wenn du all diese Wege kennst, oder werden wir uns verändern und losgelöst sein von der ganzen Welt? Nein, es wird bleiben, wie es ist. Nur, wenn wir jemanden verletzen, werden wir diesen Teil auflösen. Aber die Liebe, der normale Umgang wird bleiben, wie er ist. Aber was anderen schadet,
Wut oder Stolz. Diesen Teil, den werden wir entfernen. Einfach nur diesen Teil. Und du, wenn du gefällig bist und anderen hilfst, dann bleibst du innerlich eins, was du kannst. Was ist dein Name? Javi. Also, du und Joey, ihr solltet getrennt bleiben. Indem du die fünf Prinzipien, die fünf Agnas anwendest, kannst du getrennt bleiben von Joey und kannst Joey so sein lassen, wie sie ist. Was immer sie auch macht, helfen oder was auch immer. Und manchmal wird Joey vielleicht auf jemanden böse sein, dann musst du um Vergebung bitten. Es ist nur dieser Teil, den wir entfernen. Was uns gegenseitig verletzt, das werden wir entfernen. Sonst ist, was immer du auch tust, in Ordnung. Und wenn dein Verständnis, schau, was nach Gnanvidi passiert. Wir haben eine kleine Lampe in unserem Haus. Und mit dieser kleinen Lampe machen wir unsere Arbeit. Unser Haus mag, sagen wir mal, eine Vierzimmerwohnung sein mit allem. Nun geben wir volles Licht, volle Elektrizität in unsere gesamte Wohnung. Und jetzt, was musst du etwas verändern? Nein, dein Sehen wird klar sein, weil jetzt jedes Zimmer Licht hat. Davor musstest du eine Kerze nehmen und die Arbeit in jedem einzelnen Zimmer machen. Nun hast du volles Licht in jedem Zimmer. Das ist der einzige Unterschied. Was du machst, was du anhast, deine Freunde und Familienmitglieder, Gäste im Haus, all das bleibt, wie es ist. Aber das Licht leuchtet jetzt in allen Zimmern. Das ist der einzige Unterschied. Und eins noch, wenn das Licht da ist, dann siehst du all deine Fehler. Hallo, ich brauche gerade noch etwas Klärung. Durch das Gewahrsein hören wir auf, Karma an uns zu binden. Stimmt das? Und wir bekommen dieses Gewahrsein nur durch das Gnanvidi. Ich frage mich, was während des Gnanvidi selbst geschieht, das uns aufhören lässt, unser Karma von früheren Leben und davor an uns zu binden. In der Gnanvidi-Zeremonie geschehen zwei Dinge. Das eine ist, wir bekommen die Gnade von Dada Bhagwan. Und alle Worte, alle Sätze sind diese Erfahrung, die Dada Bhagwan als Seele erfahren hat. Er gibt uns das gleiche Wissen im Gnanvidi. Jeder und alle Sätze geben uns die Trennung von der Seele und trennt die Seele von den anderen Elementen. Also Verstand, Sprache und Körper sind sterblich. Und du, dein Selbst, bist eine Seele. Du bist unsterblich. So bekommen wir die Grenzlinie zwischen den Punkten der reinen Seele und den anderen Elementen. Wenn wir die Qualitäten der reinen Seele kennen, wird automatisch die Unwissenheit zerbrochen und alle falschen Überzeugungen werden gebrochen. Und wir bekommen die richtige Überzeugung. Ich bin wirklich die reine Seele und ich habe solche guten, wahren Eigenschaften. Wahre Eigenschaften der reinen Seele. Unendliches Wissen, unendliches Sehen, unendliche Glückseligkeit, unendliche Energie. Ich bin immer getrennt von Verstand, Sprache und Körper. So viele Eigenschaften der reinen Seele, wie sie getrennt sind von den anderen Elementen. Und durch das richtige Verständnis oder die richtigen Sätze, wenn wir richtige Sätze sprechen, wird die Unwissenheit automatisch zerbrochen. Und wenn du nicht weißt, mit welchen Menschen, wenn sie, wie ist dein Name? Wenn weltliche Menschen sagen, du bist Dhruvi und du sagst, oh, ich bin Dhruvi. Ob du das verstehst oder nicht verstehst, wird immer noch Unwissenheit in dir Bindung aufbauen. Weil diese Worte selbst eine bindende Wirkung haben. Wohingegen durch die Gnade von Dada Bhagwan und er hat erfahren, was die Qualitäten der reinen Seele sind. Diese Sätze kamen von Dada Bhagwans Erfahrung. Wenn wir diese Sätze sprechen, dann wird unsere Bindung mit all den weltlichen Dingen automatisch unterbrochen und wir werden frei von allen Bindungen. Also, dies ist einzig ein Prozess der Gnade. Wir können nicht sagen, wenn ich diese Worte spreche, werde ich Wissen des Selbst bekommen.
Das ist nicht möglich. Die Gnade ist hier. Alles schlechte Karma von unendlichen Leben wird in dieser Gnanvidhi-Zeremonie verbrannt. Und die Seele wird frei von allen relativen Dingen. Dies geschieht durch die Gnade von Dada Bhagwan. Ist es möglich, dieses Gewahrsein ohne die Zeremonie zu bekommen? Oder musst du die Zeremonie erleben, um... Nein, nur durch die Zeremonie. Das ist der Grund, weshalb wir sagen, dass es Gnade ist. Wenn jemand den gesamten Prozess aufnimmt und er die Worte wiederholt, wird er nicht die gleiche Wirkung bekommen. Aufgrund einer lebenden Person und der Gnade von Dada Bhagwan. Beide Dinge sind erforderlich. Und da gibt es so viele Vidis, Gebete, vor dem Gnanvidhi, im Gnanvidhi und nach dem Gnanvidhi. Und nach dem Gnanvidhi tauchen so viele Fragen auf. Du musst diesem Satsang beiwohnen und Lösungen bekommen für all die möglichen falschen Überzeugungen, die kommen, sodass dein Wissen über das Selbst sich festigt. Nach einigen weiteren Satsangs wirst du eine präzise Klarheit von richtigem Verstehen bekommen. Also alles ist erforderlich. Daniel. Meine Frage ist, ich bin als ein Christ geboren und ich bin getauft worden, als ich ein Baby war, und ich habe meinen Namen in diesem Moment bekommen. Und der Priester segnet deinen Namen, und dieser Name bedeutet, dass er dich beschützt und die Taufe beschützt dich und deine reine Seele, und Christus wird dich aus dem Elend führen. Ich frage mich, wenn du Gnanvidhi bekommst, musst du dann dem anderen Glauben abschwören, ob Jude oder Katholik oder etwas anderes? Bringt dich Gnanvidhi von anderen Glaubensrichtungen weg? Das ist meine Frage. Nein, so wie ich es erklärt habe. Da gibt es eine relative Sichtweise und eine wahre Sichtweise. Also, was auch immer für einen Namen du bekommen hast, Segnungen, all das ist relativ zum Körper gesehen. Aber immer noch, die Seele ist getrennt von all diesen Dingen. Hier geben wir dir Wissen über die Trennung der reinen Seele von den relativen Dingen. In den relativen Dingen, wie Verstand, Intellekt, Ego oder physischem Körper, die Sprache und all diese Beziehungen. In Wirklichkeit ist die reine Seele immer getrennt von all diesen weltlichen Dingen. In weltlichen Religionen sagen sie, Gott wird dich retten, er wird zur Zeit des Todes kommen und er wird dich beschützen. Und hier geben wir dir weiteres Wissen. Die Seele ist unsterblich, sie stirbt niemals. Der Körper wird sterben. Also in Wirklichkeit ist die reine Seele Gott. Wie Lord Krishna oder Lord Mahavir, die man Lord oder Gott nennt, sie sind selbstrealisierte Menschen. Sie verbleiben frei von Verstand, Sprache und Körper auf der Ebene der reinen Seele. Die reine Seele ist Gott. Also wir geben dir Wissen, es ist das Wissen der reinen Seele. Und wenn es die absolute Ebene erreicht, ist es rein, ist es Gott. Und wir bekommen das Wissen von, ich bin unsterblich, ich bin ewig, ich sterbe nie, ich werde nie geboren. Also, durch dieses Wissen, wir verlieren nicht, was immer wir im Relativen bekommen. Wir bekommen weiteres, fortgeschrittenes Wissen. Du gehst nicht verloren, du bekommst fortgeschrittenes Wissen, und durch dieses Wissen wirst du frei werden von allem Leiden, des Egos oder den Kränkungen oder Stress oder Sorgen. Du wirst fühlen, ich sterbe nicht, ich bin ewig. Hast du das verstanden? Ja, ich habe es verstanden. Wie ist Christus, der in meinem Verstehen eine Ebene von Erleuchtung und Einheit mit Gott erreicht hat? Und in den Schriften finden wir aber keine Spur von Sri Simanda Swami. Und Sri Simanda Swami scheint sehr bekannt zu sein.
In der spirituellen Welt wurde aber dieses Wissen von Christus nie erwähnt und sie kennen sich nicht. Ja, du hast recht. Ich wundere mich darüber, verstehst du? Aber Lord Christus hat gesagt, erkenne dich selbst. Bitte? Erkenne dich selbst. Ich habe das nicht verstanden. Das bedeutet, erfahre die Realisation des Selbst. Wer bin ich? Also er hat diese Worte erwähnt. Wer auch immer dies erreicht, ist Gott. Der Name, genau wie mit dem Präsidenten. Ein Präsident ist eine Person der Gesellschaft. Aber sagen wir, Obama ist ein Präsident, Bush ist ein Präsident, Clinton, George Bush. Der Name der Person mag verschieden sein, aber der Sitz bleibt konstant. Genauso ist Gott. Der Sitz. Und Simandaswamy ist der Name. Das mag sich ändern. Hast du das verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Danke. Es erscheint mir, als ob das Essentielle, das gebraucht wird, diese Trennung ist. Weil meine Erfahrung, ich verbrachte 40 Jahre mit einem großartigen, erleuchteten vedischen Meister, der mir so ein großartiges Verstehen gab, warum die Dinge geschehen und wie das alles weitergeht. Und dennoch, in meinem Leben und in all derer in dieser Bewegung, die ich sah, die erfuhren nicht diese Trennung und sie litten weiterhin und machten Fehler. Und das ist auch meine Erfahrung, dass die Meditationen wunderschön sind und viele wunderschöne Erfahrungen, Momente, in denen man von Gott und der Gnade ereilt worden ist. Aber diese waren nicht andauernd. Also noch einmal, der ignorante Verstand mit seinem Drang würde wiederkommen und übernehmen, Ursachen seien für Fehler, Selbstzerstörung und Leiden. Also, was ich suche, ist diese Trennung, die andauernd und anhaltend ist. Ja, wir tun das mit unserem Intellekt. Das ist der Grund, warum wir uns manchmal gut fühlen und dennoch tun wir es mit dem Intellekt. Deshalb bleibt das Ego, wie es ist. Und wann immer schlechte Zeiten kommen, wird ein Leiden da sein durch dieses Ego. Also in dieser Gnan-Zeremonie lösen wir dieses Ego auf. Dann ist dies eine wirkliche Trennung. Was immer du jetzt tust, ist mit dem Intellekt. Und hier bekommen wir das, was jenseits des Intellekts ist. Mehr als der Intellekt, mehr als das Ego. Direktes Licht der Seele. Gnan. Absolutes, ultimatives Wissen. Ich würde mich sehr freuen, einiges über meine Erfahrungen in meinem bisherigen Leben besser zu verstehen. Schon in sehr jungen Jahren fühlte ich eine sehr tiefe Abneigung, ein sehr tiefes Gefühl von Elend in mir aufsteigen. Und dies blieb bei mir und hat zu viel Suche geführt, um davon frei zu werden. Und alles, was ich versucht habe, um frei zu werden, scheint, als ob es das nur verstärkt hätte. Und selbst, wenn ich einfach nur versucht habe, damit zu sein, dann kann ich das nicht völlig. Da ist diese eine Abneigung gegen die Abneigung. Es ist dieser unglaubliche Kampf. Mein Verstehen ist, dass Gnanvidi so sein wird, wie zu einem Goldschmied zu gehen, und diese Operation kann stattfinden. Also ich freue mich sehr darauf. Was mich noch wundert, ist dieser Zustand eine karmische Begebenheit, und selbst wenn da eine Trennung ist, dann ist diese Abneigung möglicherweise ein metalles oder physikalisches Muster, aus welchem Grund auch immer. Möglicherweise wird das weitergehen, aber ich werde damit nicht identifiziert sein. Ist das richtig? Aber durch Gnanvidi geben wir dir zwei Dinge. Das eine ist Wissen der Selbstrealisation in einer Stunde. Und in der nächsten Stunde geben wir dir 5 Prinzipien, 5 Agnas. Wenn du sie anwendest, wenn du diese 5 Prinzipien praktizierst,
dann wirst du kein Leiden haben. Aber am Anfang, wenn Leiden da ist, musst du es getrennt halten. Oh, dieses Leiden. Was ist dein Name? Also dieses Leiden gehört zu Alicia, nicht zu dir. Langsam, wenn du die Trennung zu Alicia bewahrst, werden sich auch diese entladenen Wirkungen automatisch langsam auflösen. Und du bist der Beobachter, du bist der Wissende und Wahrnehmende dieser Wirkung von Alicia. Und warum leiden wir? Aufgrund unserer falschen Überzeugung, falschem Wissen. So viel falsches Wissen. Wenn du das richtige Verstehen von allem hast, was auch immer geschehen ist in dieser Welt oder all den zwischenmenschlichen Beziehungen mit uns, wenn du verstehst, warum dies geschieht, was die Gründe davon sind, wenn du das genau verstehst, dann wird dein Problem automatisch gelöst. Wenn jemand fragt, gib mir $5,000, aber du weißt nicht, habe ich $5,000 ausgeliehen? Dann fühlst du dich schlecht. Warum fragt er mich nach dem Geld? Aber wenn du weißt, oh, ich habe das Geld ausgeliehen, ich muss es zurückzahlen, dann hast du eine Lösung für all dies. Warum geschieht mir das? Dann hast du keinerlei Leiden mehr. Für jedes Ereignis und alles, was du erlebst, musst du eine Lösung finden durch, warum geschieht dies? Wer ist der Handelnde? Wer bin ich? Wer ist er oder sie wirklich? Sobald du weißt, wirklich, wahrhaftig, was vor sich geht, dann wirst du keinerlei Leiden mehr haben. Aber durch die falschen Überzeugungen und durch das falsche Wissen leidest du. Also wenn du irgendein Leiden hast, dann musst du wissen, warum geschieht dies? Wem geschieht dies? Wer ist der Handelnde? Wer bin ich? Wenn du die 5 Prinzipien anwendest, wird sich automatisch dein Leiden auflösen. Jill, wie wird man anhalten eins mit diesem ewigen Element? Wessen Frage war das? Ja. Zuerst müssen wir herausfinden, was ist das ewige Element? Was sind die Eigenschaften von diesem ewigen Element? Erkenne dieses ewige Element. Nur dann kannst du mit diesem ewigen Element verschmelzen. Also finde es heraus, erster Schritt, und dann zweiter Schritt. Wir werden eins mit diesem ewigen Element. Gibt es da irgendetwas Ewiges in unserem Körper? Welcher Teil ist ewig? Was ist ewig? Wenn du das Haus nicht kennst, wie kannst du dann das Haus erreichen? Du musst wissen, wo das Haus ist, und dann, wie erreichst du die Adresse von diesem Haus? Genauso ist die Seele ewig. Du sagst, mein Name ist Jill, und dann sagst du, ich bin Jill. Also ich und der Name sind getrennt. Ich und der Körper sind getrennt. Ich und die Sprache sind getrennt. Ich. Wenn du glaubst, ich bin Jill, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, dann ist das ein zeitlich begrenzter Zustand. Und wenn du realisierst, oh, wirklich, wer bin ich? Ich, wenn du ich und mein trennst, ich ohne mein, das ist die reine Seele. Und ich hat die Eigenschaften von unendlichem Sehen, unendlichem Wissen, unendlicher Energie, unendlicher Glückseligkeit. Es ist immerwährend, ewig, es ist immer rein. Wenn du diese Dinge realisierst, dann wirst du getrennt sein von Jill. Verstehst du das? Hast du verstanden, was ich dir erklärt habe? Meine Frage ist, wie kann ich es fühlen? Ich weiß, dass es nicht möglich ist, durch die Analyse mit dem Verstand zu erreichen.
Deshalb will ich es einfach fühlen, weil ich denke, oder ich fühle, das ist das Ende aller Fragen. Ich möchte dieses ewige Element permanent fühlen, weil ich dann wissen werde, wer ich bin. Ja, richtig. Aber erst, wenn du realisierst, kannst du diese Erfahrung des ewigen Elements fühlen. Aber wie beginnt es? Ja. Morgen ist die Gnanvidhi-Zeremonie. Da gibt es ein Experiment, um die reine Seele zu realisieren. Wir werden dir das Wissen der reinen Seele geben, wie Chill und die reine Seele getrennt sind. Und dann werden wir dir in einer Stunde das Wissen der reinen Seele geben. Und in der nächsten Stunde werden wir dir erklären, wie du die Trennung von Chill und die Einheit mit der reinen Seele bewahrst. Und das wird der Beginn von Gewahrsein sein. Wenn du in den fünf Prinzipien verbleibst, wird dir das mehr und mehr die Erfahrung der reinen Seele geben. Ich möchte nur etwas über die Gnanvidhi-Zeremonie fragen. Die Dinge, die ich gelesen habe, sagen, dass wenn wir Gnanvidhi erfahren, wird uns Befreiung garantiert. Solange wir in den fünf Agnes bleiben. Ich habe das gelesen und wollte dich einfach fragen, ob das der Fall ist. Da gibt es drei Ebenen. Die eine ist die Überzeugung, die zweite ist das Gewahrsein und die dritte die Erfahrung. Der erste Teil beginnt zu 100%. Wie ist dein Name? Sangeeta. Shailisha. Sangeeta. Sangeeta. So Sangeeta and you become. Also Sangeeta und du, ihr werdet durch die Überzeugung getrennt. Dann musst du das Gewahrsein durch das Anwenden der fünf Prinzipien bewahren. Und das wird dir als Folge die Erfahrung bringen. Jemand mag Sangeeta beleidigen. Und zu diesem Zeitpunkt wirst du nicht fühlen, oh, das gilt nicht mir, das gilt Sangeeta. Das ist die Erfahrung der reinen Seele. Aber Schritt für Schritt wirst du diese Erfahrung erreichen. Dein Verstehen, die falsche Überzeugung, die wird zu 100% zerbrochen, deine groben Fehler verschwinden und du wirst die richtige Überzeugung in der Gnanvidhi-Zeremonie erhalten. Und jetzt verbleiben deine Fehler innerhalb und wir müssen sie zu Ende bringen mit den fünf Prinzipien. Und wenn deine Fehler verschwunden sind, wenn alle Fehler sich aufgelöst haben, automatisch wird die Erfahrung der reinen Seele mehr und mehr werden. Und dann werden wir in zukünftigen Leben garantiert Befreiung erlangen, wenn wir das tun, was du sagst? Ja, mit Sicherheit. Das ist erstaunlich. Ja, auf jeden Fall. Und hier wirst du die Erfahrung von Befreiung fühlen. Es gibt zwei Stufen von Befreiung. Die eine ist mit dem Körper, auf der wir die ganze Zeit frei von allen Bindungen verbleiben können. Das ist die erste Stufe von Befreiung. Und wenn wir alles Karma beenden, dann erhält die reine Seele ohne Atome, ohne einen Körper, ohne Karma, ultimative Befreiung. Das ist die zweite Stufe von Befreiung. Diese Stufe nehmen wir jetzt nicht in Besitz. Wir wollen nur die erste Stufe der Befreiung. Wir wollen keine Angst, keine Sorgen, kein Unglücklichsein in dieser Welt haben. Wir sind immer noch in diesem Körper. Aber wir können die Trennung fühlen. Von Sangeetas Verstand, Sprache, Körper, Intellekt, Ego, all dem. Wir können in der Erfahrung der reinen Seele die ganze Zeit verbleiben. Und das ist die erste Stufe der Befreiung. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist wie eine Anfängerfrage. Während wir durch das Gnanvidhi-Programm gehen, die 48 Minuten, in denen wir dir nachsprechen, was du vorsprichst, meine Frage ist, was für ein Bild im Verstand, Gefühl soll ich haben, um darin zu sein, weil ich es wirklich ja ganz erfahren will. Und danke dir, Jeff, das Gefühl von sich ernsthaft fühlen, wirklich hungrig danach zu sein, wenn du darüber sprechen würdest. Irgendeine mentale oder emotionale Vorbereitung dafür. Ich will es wirklich ganz erfahren.
Sei von deiner Seite nicht vorkonditioniert. Hab keine Erwartungen oder hab keine Erwartungen im Verstand. Ich werde etwas bekommen, erleuchtet, volles Licht, Schwingung von innerer Glückseligkeit. Irgendetwas von dies erwarte nichts. Wir ändern nur deine falsche Überzeugung in die richtige Überzeugung. Wie ist dein Name? Beverly. Also du glaubst, ich bin Beverly. Aber das ist ein Name, der dem Körper gegeben wurde. Diese falsche Überzeugung ist nicht nur eine. Ich bin eine Frau, ich bin eine Tochter, ich bin so und so, ich bin so und so, ich bin so und so. Durch diese falsche Überzeugung bist du in Einheit mit dem Körper, mit der Sprache, den Gedanken und all dem. Jetzt ist deine falsche Überzeugung geändert in die richtige Überzeugung. Also hat eine Veränderung nur in der Überzeugung begonnen. Dann werden wir dir die 5 Prinzipien geben. Jedes Prinzip ist nichts anderes als der Schutz des Gewahrseins der reinen Seele. Es ist nicht, wir tun hier nicht irgendetwas, aber wir müssen in Gewahrsein bleiben. Oh, wie ist die Beverly getrennt, ich bin getrennt, was auch immer Beverly tut, ist kein individuell Handelnder. Wer ist der Handelnde hinter all dem, was geschieht? Also, wie löst man Gedanken, Sprache und Handlungen im Körper auf? Wie bleibt man getrennt? Wir geben dir die Generalschlüssel für dieses Getrenntsein. In einer 2-stündigen Sitzung geben wir das gesamte Gewahrsein der reinen Seele und wie du in dieser Welt lebst. Was auch immer für Karma wir gebunden haben in diesem Leben, wir haben das Karma von diesem Leben zu erleiden. Aber wir werden unser vergangenes Karma mit Gleichmut auflösen, ohne neues Karma aufzuladen. Wir geben den Generalschlüssel dafür. Wenn du dieses Gewahrsein bewahrst, dann wirst du keinerlei neues Karma aufladen. Und du kannst das Gewahrsein der reinen Seele in dir für alle Zeit bewahren. Morgen bieten wir diese Sitzung an. Sei bereit dafür. Aber keine Erwartungen. Weil was auch immer wir in der Vergangenheit gehört haben, in den verschiedensten Literaturen gelesen haben, so etwas wie das vollkommene Licht der Sonne, weißes Licht wird da sein, manchmal Schwingungen, manchmal ein Schauer der Glückseligkeit und all das, das alles wird nicht geschehen. Habt ihr alle das gehört? Das alles wird nicht geschehen. Nur die falsche Überzeugung ist geändert und die richtige Überzeugung wird beginnen. Es ist, weil, was immer wir wissen, es ist mit unserem Intellekt. Es ist angenommen, ich frage dich, wer ist der Handelnde von dem, was du denkst und sprichst? Manchmal kommen schlechte Gedanken, nicht wahr? Denkst du gute Gedanken die ganze Zeit oder manchmal auch schlechte? Was wirst du sagen? Was für Gedanken auch immer kommen, sind sie immer gut oder auch manchmal auch schlecht? Wer bringt diese schlechten Gedanken? Wer tut dies? Was auch immer wir sprechen, es ist immer eine gute Sprache. Aber ist es manchmal auch schlechte Sprache? Also wer spricht? Du sagst, ich spreche. Aber warum sprichst du in dieser Weise? Du machst keine schlechte Sprache, aber schlechte Sprache kommt heraus und jemand mag verletzt werden. Also was auch immer die Handlung durch den Verstand, die Sprache in den Körper geschehen, wir glauben, ich bin der Handelnde davon. Aber ist es wirklich unter deiner Kontrolle? Es kommt von dem relativen Selbst, nicht wahr? Ja, und wer ist der Handelnde? Wir müssen das herausfinden. Das wird dir gegeben. Dieses Wissen wird dir gegeben. Wer ist der Handelnde? Wie geschieht das? Wer bist du? Wie bewahrst du dein Selbstgewahrsein? Wie bewahrst du die Trennung? Das Gewissen wird dir gegeben. Hast du das verstanden? Ja, und